Hallo liebe Leute, hallo heute aus Zürich, aus einem der schönsten Hotels hier am Airport, vom Radisson Blue. Und der Grund, warum ich heute mich an euch wende, ist etwas ganz Besonderes. Sie sehen schon jemanden im Hintergrund, Ono Forer. Und Ono Forer ist in Zukunft Geschäftspartner der Leadership Company. Er wird für uns den Bereich Sales in Europa übernehmen. Er wird also als Trainer, als Coach für unsere europäischen Kunden zur Verfügung stehen. Und wer Ono Forer ist, da werden wir heute einen ersten kleinen Blick machen können. Herzlich willkommen in der Leadership Company. Hallo zusammen. Hallo, Harald. Lieber Ono Forer, du bist ja seit vielen, vielen Jahren im Vertrieb, im Verkauf, so nach dem Motto, seit wann? Knapp mit 19,5 Jahren habe ich bei einem der größten Unternehmen, Finanzdienstleister in Europa begonnen zu arbeiten. Mittlerweile sind es schon 11 Jahre, bin ich seit im Verkauf tätig, und nach 7 Jahren habe ich gesagt, gut, ich bleibe im Verkauf, beginne dann das, meine Leidenschaft im Verkauf sozusagen an Leute weiterzugeben als Verkaufstrainer. Das klingt schon mal sehr, sehr gut. Verkaufstrainer ist auch so das Stichwort. Seit wie vielen Jahren im Training von anderen Unternehmern? Mittlerweile schon seit über 4 Jahren. Also habe schon mittlerweile über 1000 Leute schon auch trainiert, gecoacht. Und wieso mache ich das? Ich habe einfach mal gesagt, ja, ich will nicht mehr arbeiten, sondern ich will mein Hobby wirklich leben. Und mein Hobby ist es wirklich, den Leuten das weiterzugeben, was meine Leidenschaft ist, und das ist wirklich Verkauf. Wenn wir jetzt an Verkauf denken, ist es ein riesiges Thema. Ja. Verkaufen ist von der Kundengewinnung, für zu wissen, wer könnte Kunde sein, bis zu Kontaktgespräch am Telefon oder Verkaufsprozess. Was ist denn so im Verkaufsprozess aus deiner Sicht so das Wichtigste? Natürlich, wie gesagt, das Wichtigste im Verkauf ist es ja, an Kunden zu kommen. Man kann der beste Verkäufer sein sozusagen, aber wenn man keine Kunden hat, geht das leider nicht. Und da gibt es natürlich ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten, viele Möglichkeiten. Und einer der wichtigsten ist natürlich der Fleiß. Ich sage immer, Fleiß schlägt Talent, das ist so. Und danach muss man einfach die Skills sozusagen lernen, denn Verkauf kann man wirklich lernen, das geht. So, wenn wir an Ono Forer denken, ist natürlich eine Sache vielleicht für uns alle wichtig, was ist so seine Stärke? Wenn wir an den Verkaufsprozess denken können, welcher Teil im Verkaufsprozess ist so das, was ihr Stärke ist? Was können so die Zuschauer in Zukunft eher von Ihnen am meisten erwarten? Was ist so der Schwerpunkt? Ja, ich bekomme immer wieder viele Fragen von meinen Teilnehmern. Wie geht das zum Beispiel, wenn man plötzlich keine Kunden mehr hat? Wie komme ich wirklich an Kunden ran? Und das Erfolgserlebnis, also der Erfolgsrezept, sind natürlich Empfehlungen, Weiterempfehlungen. Man kennt das, aber man lebt das nicht so aus oder man kommt nicht an die Empfehlungen ran, die man wirklich will. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aktiv, wie komme ich an Kundenempfehlungen ran? Wie bekomme ich wirklich Empfehlungen? Und da gibt es auch noch passive Weiterempfehlungsmarketing, die man betreiben kann. Das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Jahrelang, ich mache das, lebe das, und gleichzeitig denke ich, dass das vor allem die Zukunft sein wird. Also ein erstes Bild von Ono Forer. Seine Spezialität ist sicherlich das Thema, wie kommt man zu Kunden. Ein Schlüssel ist wahrscheinlich das Thema Empfehlungsmarketing. Da werden wir noch ganz, ganz viel davon hören. Freuen Sie einfach drauf. Heute ist so ein bisschen der Startschuss auch für eine kleine Reihe, die Sie hier erleben werden in der Leadership Company. Der Ono Forer wird uns so ein, zwei, drei, viermal in der Woche wird uns Tipp geben, was ist im Verkauf so der Schlüssel, was kann man als Verkäufer optimieren, was sind so die Highlights, was braucht man, um im Verkauf bessere Ergebnisse zu erzielen. Und das ist das, was wir alle wollen schlussendlich im Vertrieb. Es geht immer um Ergebnisse. Und er wird helfen mit guten Tipps, die alle aus der Praxis kommen, die sofort anwendbar sind, dass Sie sagen können, Sie können Ihre Erfolgsperformance, Ihre Verkaufsperformance deutlich stärken. Ich freue mich sehr, dass Ono Forer mit an Bord ist, und Sie werden noch ganz, ganz viel von ihm persönlich kennenlernen, ihn kennenlernen, seine Stärken kennenlernen und damit die Chance haben, davon für sich selber zu profitieren. Freuen wir uns. Herzlich willkommen, Ono Forer in der Leadership Company. Dankeschön. Freue mich auch. Tschüss.